Ja, und dann willkommen zu meinem kleinen Video. Ich spiele aktuell Valheim. Das habe ich mir seit gestern mal runtergeladen und direkt mal mit einem Kumpel gezockt. Auf seine Empfehlung hin und auch, weil ich selbst mir das ein paar Mal angeguckt habe. Und ich muss sagen, bisher bin ich ganz zufrieden, aber ich kenne mich noch gar nicht so gut aus. Was ich jetzt mache, ist einfach ein bisschen, dachte ich, sammle einfach ein paar Feuersteine, probiere mich mal was an mit dem Messer hier, wie man so generell sich fortbewegen kann. Weil aktuell gefällt mir das Spiel noch ziemlich gut. Also es wird immer besser, sagen wir mal so, ne? Ja, und deshalb gehe ich jetzt mal schön auf Ressourcenjagd. Gestern hat das mit dem Bogen nicht ganz so geklappt. Also den Trick mit dem Bogen habe ich wirklich noch nicht raus. Also, weil ich habe ja sonst immer The Forest gespielt. Und da habe ich ja auch immer gut den Bogen benutzt. Wenn dann in einem anderen Spiel den Bogen benutzt, dann ist das doch immer wieder ein kleiner Unterschied. Man muss sich dann wiederum dran gewöhnen. Ne? Oh, sogar Fische gibt es hier, wie schön. Aber wie ich an die rankomme, weiß ich noch nicht. Werde ich noch alles herausfinden. Also bisher gefällt mir das Spiel echt gut. Muss ich schon sagen. Da kann man nicht meckern. Guck mal gerade so. Wie gesagt, ich jage jetzt Feuersteine und ich jage Feuersteine, ich sammle Feuersteine. Und probiere mich mal was mit dem Messer. Vielleicht ein bisschen Rehhaut, bisschen Lederhaut von den Wildschweinen. Mal gucken. Das alles habe ich jetzt mal vor. Da ist ein verlassenes Gebäude. Ui, wird es schon wieder dunkel? Ach, weil ich auf Pause gedrückt habe. Ich dachte, oh, das fängt einfach nur an zu regnen. Oh, krass. Steigt hier direkt auf das Wasser an. Ui, sogar Wellen. Das ist immer krass. Und auch schön animiert. Jetzt kriege ich natürlich direkt die Anzeige, dass ich nass bin. Das ist der erste Sturm, den ich hier so in Valheim erlebe. Und ich habe gelesen, man sollte immer nach Möglichkeit mit dem Messer draufhauen. Ach krass, hier ist wieder so ein... Ich dachte gerade, wer greift mich denn hier an? Man sollte immer nach Möglichkeit überall draufhauen, weil es gibt Skillpunkte. Auch hier an sowas sollte es angeblich Skillpunkte geben. Aber bei mir klappt das noch nicht ganz. So ein paar Steine. Ja, die nehme ich mal mit. Oh, den einen hatte ich gar nicht, ne? Also das Spiel ist schon... Ich glaube, das wird noch ganz groß. Das ist ja aktuell sehr, sehr beliebt. Ich glaube, über 4 Millionen Downloads bei Stream. Aber am schönsten finde ich an Early Access einfach. Wenn man denn in einem Jahr wieder spielt, dann kann sich das ja alles komplett ändern, ne? Und wenn man sich dann nochmal die Aufnahmen anguckt, ne? Wie man damals gespielt hat. Das ist nämlich immer mega schön zu sehen, ne? Wie sich das Spiel dann verändert hat. Da ist ein Wildschwein. Es hat was gehört, deswegen kommt da oben dieses... Ah, dieses Empfangssymbol. Habe ich natürlich überhaupt keine Ausdauer mehr. Meine Ausdauer ist natürlich mega runtergegangen wegen der Nässe. Und ich sollte auch noch mal mir ein Stück Fleisch, obwohl das geht nicht, denn Himbeeren, Pilze, ja, passt. Wenn das Fleisch denn hier weg ist, dann haue ich mit denen auch noch mal rein.
glaube, den hier haue ich besser mit der Axt kaputt, ne? Wenn es überhaupt geht, ne? Ach, geht ja. Also den ersten Boss habe ich schon besiegt. Das haben wir gestern gemacht. Da haben wir so weit gezockt bis zum ersten Boss. Oder bis nach dem ersten Boss. Und dann haben wir aufgehört. Dann hatten wir aber auch schon gut eine Stunde weg, ne? Hier ist kein Bienenstock drin. Da ist ein Reh. Schön. Das freut mich. Weil gestern habe ich bestimmt auf wie viele Rehe geschossen. Ich habe die nie getroffen, ne? Ja, man braucht einfach eine Zeit lang, bis dass man sich daran gewöhnt, glaube ich. Oh, der ist weg. So ein Stück Fleisch haue ich mir auch mal rein. Ist ja ein richtiger Sturm, ne? Also wie gesagt, ich habe noch keine Ahnung so grob von dem Spiel. Also für Tipps und Tricks bin ich immer dankbar. Cool, endlich Feuerpfeil. Wenn man den ersten Vogel tötet, dann kriegt man noch Crafting-Rezepte. Deswegen immer alles kaputt hauen. Stehen da Wildschweine oder sind das Steine? Das kann ich gar nicht. Das dürften Steine sein, ne? So, der Vogel ist weg. Feuersteine habe ich jetzt nicht so gefunden, aber es ist natürlich auch klar, ne? Wenn es dunkel wird. Ich will da hoch, Mann. Geh hoch. Oh oh. Ich komme hier nicht hoch, ne? So. Immer schön ans Feuer. Da werde ich auch wieder trocken. Und dann brate ich mir das Fleisch, was ich eben gejagt habe. Kein Platz mehr. Aber ich bin nicht mehr nass, ne? Klar, ich bin ja hier unterm Dach. Wo ist das Feuer? Also bisher kam ich eigentlich relativ gut klar mit dem Spiel, muss man sagen. Ne? Ich meine, am Anfang sehe ich das Spiel ja ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal. Ne? Du musst ja in jeden Spiel erstmal reinkommen. Und bisher war das so bei dem Spiel, dass es doch relativ gut damit zurechtkam. Man hat das schnell gelernt. Ja, und für Tipps und Tricks ist man ja immer dankbar, ne? Wenn man den Kumpel hat, der das einen zeigt, oder auf YouTube gibt es ja auch wieder, habe ich mir eben nochmal ein Video reingezogen. Von jemandem, der das gemacht hat. Die repariere ich alle. Stufe 6, das ist gut.
Ja, würde ich sagen, gehe ich direkt mal in meine Hütte. So, was kann ich denn hier wegtun? Würde sagen, die Steine. Nee, dann lieber ein Brustpanzer und das zerlumpte Hemd durchweg. Wildschwein-Trophäe, das brauche ich auch erstmal nicht. Hirschfell, ja. Hirsch-Trophäe brauche ich auch erstmal nicht. Ja, der Rest. Dann schlafen wir mal eine Runde. Du rennst erneut deinen Kriegern voran, während du die schwere Axt deines Vaters in den Händen spürst. Als du erwachst, hast du den Kriegsschrei auf den Lippen. Tag 7, eine Woche in Valheim. Wieso, was heißt denn, ich bin ungeschützt? War voll cool, die Musik, die erinnert mich so ein bisschen an Morrowind. Ich hoffe, die Musik, die ist nicht zu leise. Sonst gehe ich mal hin und mache die noch mal einen Ticken lauter. Ja. Weil ich hatte sie nämlich leiser gedreht, letzte Mal. Weil ich fand die beim Anmachen war das ja ultra laut. Zuerst. Deswegen habe ich sie leiser gedreht. So, das Wildschwein hat was so gewittert. Oder mich gewittert. Komm her, renn nicht weg, renn nicht weg, nein. Okay, da hätte ich auch mir das Anschleichen sparen können. Das hätte ich mir echt sparen können. Aber immerhin habe ich rohes Fleisch bekommen. Das ist wieder so ein Gräuling. Ein Gräuling. Hinzugefügt Harz. Dann renne ich jetzt erstmal ein bisschen am Fluss entlang, um zu gucken, ob ich etwas, ein paar Feuersteine finde. Was haben wir denn da? Oh, schön. Gerade wieder irgendwas gehört. Ich nehme an, das war ein Reh, ne? Bei diesem komischen Schrei ist meistens ein Reh. Dü, 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 dü. Noch ein Feuerstein, schön. Also Feuersteine findet man immer am Fluss. Das habe ich schon gut gelernt. Ich könnte was zu essen vertragen. Dann esse eine Erdbeere und einen Pilz. Lecker Champignons.
Jetzt dürfte noch einer sein. Wie viel habe ich denn jetzt insgesamt? 5. Ich glaube, da liegt auch noch einer. Ich weiß nicht, kann man tauchen? Braucht man gar nicht. Den kriege ich auch so aufgehoben. Ohne zu tauchen. Aber ich muss sagen, die Musik ist auch echt entspannt. Beruhigt einen so. Moment, war das nicht einer? Nee, ne? War ein normaler Stein. Ein Gräuling! Ein schwimmender Hirsch. Ich glaube, jetzt muss ich tauchen, aber ich weiß nicht, wie es geht. Wenn man es überhaupt kann, ne? Ach, ich hab's. Ne, ich hab eine Fähigkeit bekommen. Werde ich angegriffen oder wird er wieder nur? Da dürfte was im Wasser gewesen sein, ne? Was ist mit den Feuersteinen? Freut mich ja mittlerweile. Da habe ich ja fast die Hälfte voll. Okay, der ging daneben. Schwimmen ist auf jeden Fall wieder verbessert worden. Ey, ne, hier wirst du nicht angegriffen. Das hat irgendwas mit der Ausdauer zu tun, ne? Da habe ich ja fast genug Feuersteine, würde ich sagen, ne? Ui, hier liegen ja jede Menge. Oh, fast 19 Stück schon. Hier liegt auch noch einer. Da liegt einer. Ich glaube, in Valheim ist es sogar so, dass jede Karte einzigartig ist, ne? Das finde ich auch sehr, sehr cool gemacht. So ist jedes Game immer einzigartig, finde ich. Oder jeder Spielstand vielmehr, ne? So, jetzt habe ich noch 4 Stück, dann habe ich alles voll. Würde ich sagen, so weit laufe ich auch noch. Aber meistens sind es dann die
Die letzten paar Steine, die man da nicht findet. Da kann man machen, was man will. Aber wollen wir mal nicht so pessimistisch sein. So, hier ist der nächste. Ach, moin Reh. Ich würde sagen, das hat sich schon mal richtig gelohnt. Das hat sich mal wirklich gelohnt. Ein Reh und drei Wildschweine bekommen, ne? Nö, Reh. Dich nehme ich mir erst vor, wenn du wieder rauskommst. Sonst hat das alles keinen Zweck. Schön. Im dunklen Wald erreicht. Wird er hier sein? Muss ich mal hin. Irgendwie hat er das nicht angenommen. So, dunkler Wald. Muss Enter drücken. Zinnvorkommen. Muss man da mit der Spitzhacke draufhauen? Ich glaube nicht. Naja, gehe ich wieder zurück. So weit wollte ich gar nicht hier hin. Ich fühle mich nicht länger ausgeruht. Also Fleisch habe ich dicke genug. Aber ich glaube nicht, dass die Feuersteine hier wieder respawnen, ne? Zumindest nicht so schnell. Da renne ich besser durch den Wald und hoffe, dass ich auf den Reh stoße. Oder sammeln hier noch was auf. Ein paar Himbeeren. Was ich essen könnte, wäre so ein Schwanz hier, ne? Wie heißt der? Nixenschwanz. Oh, nein. Komm her. Nein, vor der... Genau davor abgehauen. Muss ich aufpassen. Ich warte jetzt, bis das der aufgeladen hat. Die anderen hauen natürlich ab. Das Wildschwein auf mich drauf. Das finde ich schön. Dann kriege ich das wenigstens. Mann.
Hab doch was zu essen. Es freut mich auf jeden Fall, dass das endlich mit dem Bogen besser klappt wie sonst. War ja schon schlimm gestern, ey. Das ist dann immer so ein bisschen frustrierend, ne, wenn du da auf 5, 6 Rehe schießt und du kriegst einfach keins, ne? Ist einfach weg. Komisch. Ah, ist ja noch alles Early Access, ne? Darf man nicht so eng sehen, das Ganze. Yes, 30 von 30 Feuerstein. Und da oben laufen die Rehe. Ach, wie schön, das kommt direkt zu mir. Und ich komme nicht hoch. Jetzt. Nein. Ach. Ach Mann. Könnte man noch eine Keule reinziehen? Dann habe ich auch mehr Ausdauer. Ich muss sagen, mir gefällt das wirklich gut mit dem Messer. Er ist aber auch wirklich elegant in den Bogen reingelaufen. Mystischer Altar. Jage seine Nachkommen. Das werde ich mir auch mal markieren. Mystischer Altär. Das hatte ich mir auch eben reingezogen, dass es so einen Tipp gibt, dass man möglichst viele Orte auf der Karte markieren sollte, weil die Welt doch größer ist, wie man glaubt.
und nachher dann es echt einfacher hat, dass man dann an die einzelnen Orte wiederkommt. Habe ich sogar bekommen, ne? Jetzt wird es schwierig für mich, weil ich nicht mehr viel sehe. Aber ich glaube, ich bin auch schon ziemlich nah an meinem Lager. Deshalb macht das nicht so viel aus. Da glitzert noch was. Hinzugefügt Harz. Der Hirsch hat mich gesehen. Hier ist ein Goblin. Oder Gräuling, nicht Goblin. War jetzt Quatsch von mir. Was habe ich denn an Haut? 12. 13. Sag mal so, könnte ein bisschen mehr sein, aber das ist schon mehr wie nix, ne? Oder vielmehr mehr wie wenig. Aber eventuell komme ich damit schon aus. Jetzt wird es ja eh dunkel. Hier ist nichts, das ist nur ein Stein. Genau, jetzt fange ich schon an zu frieren. Da sollte man doch schnellstens ins Lager. So. Ja, was wollte ich eigentlich, ne? Jetzt kann ich mir ein Holzschild machen, ein hölzerner Turmschild, aber mal gucken. Lederhose, Lederbrustpanzer. Feuersteinmesser, auf jeden Fall, aber mir fehlt dazu die Voraussetzung. Lederreste brauche ich. 20 Stück. Es war ein Gegner in der Nähe. Wieder so ein Gräuling. Ich guck mal, vielleicht hat der hier noch was in der Kiste, ne? Dann klaue ich mir den einfach für meinen Kumpel. Lederreste. 15. Bin ein bisschen überladen. Tue ich einfach mal was hier rein. Das Geweih brauche ich jetzt erstmal nicht. Das brauche ich auch nicht. So, und das reicht erstmal. Dann Holzhammer. Schön, jetzt habe ich auf jeden Fall eine neue Stufe. Ein Schild kann man machen. Und
Und er bekommt seine Lederreste wieder. Oder auch nicht, denn ich mache mir jetzt erstmal einen neuen Bogen. Feuerstellmesser auch. Craft Feuerstein Axt. Ja, der Rest muss ich mal schauen. Kriegt auf jeden Fall einen Lederrest wieder, sage ich mal. Wollen wir mal so gnädig sein. So. Oder ich gebe ihm dafür rohes Fleisch. Aber damit einverstanden ist, weiß ich nicht. Da werde ich, wenn ich mit dem Zocker erfahren. Aber mal schauen. Ja, dann war das auch mein kleiner Mittagsstream. Hinten läuft die Bildschweine und damit beende ich das Ding auch schon wieder. Menü schließen, beenden. Ja. Dann danke fürs Zuschauen, macht's gut und ciao.